Ja, wir sind hier am Steinbruch von Teuna. Hier sieht man zum Beispiel noch ein altes Sprengkabel. Ja, das kommt dann an die Sprengladung dran. Oh, das ist sogar noch hier oben eingeschlossen. Wenn ich jetzt hier einen Akku dran mache, explodiert wahrscheinlich der Haken. Hier kann man schon die Vorbereitung sehen für die geplante Sprengung. Das sind die Bohrlöcher. Kommt dann der Sprengstoff rein. Ja, und das Stück wird demnächst abgesprengt. Und dann kommt das runter in die Mühle und wird Zement. Ein Bohrloch. Und Sophia hat jetzt einen Stein und schmeißt den rein. Und dann horcht man mal, wie lange der braucht, ehe er unten ankommt. Das war daneben. Immer noch nicht unten. Jetzt. Ich würde mal sagen, man sieht ja hier die Wände und so tief muss die Bohrung sein. Das sind gute 40 Meter. Ja, und auch hier sieht man wieder die gute alte DDR-Technik. Ja, Tagkraft funktioniert immer noch. Da hinten ist auch ein kleines Haus. Ja. Hier im Muschelkalk gibt es natürlich viele Versteinerungen und Fossilien. Ja, wenn man jetzt Zeit hätte, könnte man so ein bisschen die Steine bearbeiten. Und wenn man Glück hat, findet man auch noch was. Ein Ammonit oder irgend sowas oder Bonifatiuspfennig. Müsste man aber wahrscheinlich eher runtergehen in die Grube, weil da liegt mehr Material. Und hier auch wieder Sprengkabel, zwei Anschlüsse. Wir machen jetzt gleichzeitig Werbung für die.